Servus und Hallöchen, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute mit dem Mike, den MH261. Alter, hör auf mit deiner Maus rum. 261095. Und den Hallo. Moritz von Freak of Mine. Ganz genau. Hallo, du. Jo, Mike, alles klar? Ja. Wunderbar. Was wir heute machen, ist, wir gucken heute eher weniger auf Amazon vorbei. Das weiß ich nicht so genau, wie das Ganze ablaufen wird. Es dürfte euch beim letzten Mal aufgefallen sein, dass es alles eine Session gewesen ist, die ungefähr 2 Stunden Aufnahme drin hatte, die ich dann hinterher runter reduziert habe auf die Zeit, die ich dann dafür gebraucht habe. Deswegen macht euch keine Sorgen, ich werde immer noch rumschneiden, um dem das Bestmöglichste für euch herauszuholen. Und heute bewegen wir uns mal auf Kickstarter. Wunderbar, würde ich sagen, oder? Ja, guck mal, bisher muss ich noch gar nicht sagen. Vorhin habe ich noch gemeckert, jetzt brauche ich nicht mehr sagen. Siehste? Ich rede schon für 3 Leute. Das ist echt praktisch. Ja, ne? The Captain is Dead viel besser. So, lass mich nur mal eben ganz kurz den Mike, sag mal gerade was, irgendwie. Hallo? Ach, keine Ahnung, Alter, irgendwie habe ich dich, hä? Warst vorhin lauter. Ja? Ja, du warst wohl lauter. Warte mal. Egal. Nee, passt schon. So. Jetzt habe ich ihn gerade nochmal kurz korrigiert. Warum wird Mike korrigiert und ich nicht? Weil du schlecht bist. Nein, weil du schon laut genug bist, darum. Ah, schön. Ja, gut. Also schön, fangen wir erstmal mit dem ersten an. Also wir haben hier, wie ihr seht, einen Überblick der momentan populärsten, aktivsten Projekte im Bereich von allen auf der Erde. Gibt es auch noch irgendwas anderes? Deutschland. Berlin. Ich hab gerade gelesen, Gemeinde schlagen. Gemeinde schlagen. Okay, womit fangen wir an? Kartoffelsalat! Das ist ja mal eine Innovation hier. Das ist so megamäßig eine Innovation. Boah. Ich mache Kartoffelsalat. Boah, Respekt. Oh. Geil. Ich mache Kartoffelsalat. Super. Das macht meine Oma auch jeden Tag. Basically, I'm just making potato salad. I haven't decided what kind yet. Also, er weiß nicht, was für einen er macht. Aber er macht nicht alles. Moment. Er hat es getan. Da steht, er hat es gemacht. Die haben es gemacht. Scheiße, Mann. Ja, guckt mal. Guckt euch das mal an hier. Die wollten ursprünglich $10 haben. Was haben die gekriegt? Boah. Junge, das ist ja mal... Da stand, glaube ich, auch gerade die Prozentzahl. 474.608%. Ja, der hat klar. Bestimmt Kartoffelsalat gemacht, aber das Bild hat er auch von Google geklaut. Ja. Wahrscheinlich. Also, was war überhaupt sein Anliegen hier? Gehen wir mal ganz nach unten. Nee. Keine Ahnung. Er wollte eigentlich nur Pizza machen. Super. Quatsch, Pizza. Ich mach auch gerne Pizza mit Kartoffelsalat drauf. Ich hab gerade Pizza gelesen. Was? Da. Ja, da. Achso. So. Warte, was? Ah, verstehe, okay. Also wenn man sich hier mal so anguckt, was man hier so alles backen kann, ja? Hier. Für $1 kann man ihn näher an einen erfolgreichen Kartoffelsalat dranbringen. Ja? Man bekommt ein Danke auf der Webseite gepostet. Und die werden den Namen irgendwo laut aussprechen, während ich einen Kartoffelsalat mache. Aber der macht richtig gut mit seinem Kartoffelsalat, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich finde, wir sollten auch mal was machen, aber kein Kartoffelsalat. Das wäre zu Mainstream. Wie wär's denn mit geräucherten Lachs? Geräuchert? Nee, das ist zu anstrengend. Nein. Kartoffelsalat, bitte. Pizza, Kartoffelsalat. Das ist es. Pizza, Lachs, Kartoffelsalat. Ja, klar. So, für $2 bekommt man ein Foto. Wie er den Kartoffelsalat macht, mit einem Danke dir gepostet auf der Webseite. Und auf der Webseite diesmal. Ja. Oh, das ist echt toll. Und das haben schon 1072 Leute gebackt. Das ist übrigens über 1763. Also ich wollte schon immer, dass jemand mal Danke Moritz sagt. Während der Kartoffelsalat macht. Oh Mann, ey. Also wenn ich sonst keinen Danke verlange, aber für $1. das ist echt... Hier, für $3 kriegst du schon... Du darfst dann einmal den Kartoffelsalat testen, also schmecken, probieren. Ja. Und du bekommst ein Foto und so ein Danke dir gepostet und wird das auch wieder aussprechen.
Also ich möchte ja nicht wissen, wie der Kartoffelsalat schmeckt, wenn der den von den USA nach Deutschland mit dem Sch also schickt. Das dauert so gut eine Woche. Und wenn du den dann probieren darfst, möchte ich ja nicht wissen, wie der schmeckt, ne? Ich bin mir sicher, der gehört zur Fluggesellschaft und sagt, okay, guck mal, musst du nur noch die Kosten machen, dass du zu mir kommen kannst. Dann kannst du den bei mir probieren und dann fliegst du wieder zurück. Da verdient er mit Millionen. Das sag ich dir. Boah. Nur um Kartoffelsalat zu probieren. Nur um Kartoffelsalat zu probieren. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, für $5. Gut weg. Deluxe Package sogar. Ach du meine Oh, Güte. ich glaube, da hau ich schon mal Du $5 darfst sogar raus. ein Ka da darfst du sogar auswählen, was für eine Zutat in diesen Kartoffelsalat hinzugefügt werden darf. Und du darfst es hinter Schokolade. probieren. Also ich wäre sehr vorsichtig, was für eine Zutat du da empfehlen würdest. Es haben die mit 519 mal gekauft, ne? Ich möchte ja Ja. nicht wissen, wenn ihr Moment. alle Zutaten auf einmal macht, ne? Ich frage, weißt du, das ist ja gerade die Frage, wenn man da jetzt eine Zutat, sag ich mal, sagen darf. Bei 519 Bäckern? Was sind das? 519 Zutaten? Oh ja. Da, da, da. Ich hoffe, die haben jetzt sowas gemacht von wegen, ich hätte gerne Gouda der mittleren Reife, ich hätte jetzt gerne Gouda der vollen Reife, ich hätte gerne Gouda von dieser Reife. Vergessen nicht die Mayonnaise, Mayonnaise mit kleinen Stückchen, Mayonnaise, die bereits schlecht ist, Mayonnaise. Boah. Boah. Ja, Ey, den Kartoffelsalat, den stelle ich mir vor, der rührt in den Betonmischer an, Alter. oh Mann, oh Mann. Okay, $10. Was haben wir denn da? Platinum Level. Ja. Oh, meine Güte, das ist echt. Man darf Platin mit ihm 1. in der Küche rumhängen, wenn er den vollen Kartoffelsalat macht. Oh yeah. Ich frage mich ja wirklich, was die da sich drunter vorstellen. Aber Die, 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 20. die, also Ja. die das gekauft haben, ne? Die denken wirklich, du gehst dann zu dem. Oh Mann. Ich frage mich, wenn er den Kartoffelsalat macht, das sind 366 Leute, die will ich mal in seinem Haus in der Küche sehen. Der macht's im Kino. Ein Kino! Aber ich habe ja nicht gesagt, dass das Küche auch mal nicht in der Kino sein darf, ne? Wir sind Ja. alle. Okay. Aber so mal nebenbei, ne, wenn ich jetzt mal gucke, ich würd, wenn er noch 25 € ausgeben, wenn ich jetzt beim nächsten bereits bin, ne? Das haben nur 4 Leute geholt, das scheint voll doof zu Nein, wir sein. sind heute 20er Wir jetzt. sind erst bei Ja eben, 20. aber das haben noch nur 4 Leute geholt. Ah ja Nur vier und? Bäckers. Ja, Guck das mal, ist was doch. da. Ja, guck mal, was Hab's das echt. ist. Ein Okay, okay. Kartoffeln-Madness. Also, okay. Okay. Was ist das denn? Potato Salad Themed Haiku? Was ist ein Haiku? Bitten bei Also, wie? Vielleicht irgendwas. ein Rezept? Ja, das kann sein. Your name carved into a potato. Wisst. Der kriegt Was? seinen Namen in der Kartoffel eingeritzt, oder was? Genau. Geil. Was ist denn aber, was ist denn Haiku? Da will ich jetzt wissen. Komm, Haiku. Irgendwas Perverses oder Ja, das Hentai. so. Schauspiel. Ach, Brutal? Nee, das was? ist eine Schauspiel. Gedichtsform. Ah ja, ein Rezept in Gedichtform, denke ich mal. Stimmt, echt pervers. Nee, nee, ein Kartoffelsalat themenbehaftetes. Achso, ich Also, hab gedacht. Ein Kartoffelsalatgericht wäre auch ein was Gedicht Schönes. mit dem Thema Kartoffelsalat. Nice. Yeah. Es war einmal zwei Kartoffelsalate. Moment, du bekommst hier noch mehr. Also, du bekommst hier eine Kartoffel, wo dein Name eingeritzt ist, ein unterschriebenes Glas mit Mayonnaise, von ihm unterschrieben, Nice. ein Kartoffelsalatrezept. Du darfst auch noch mit Joa. ihm rumhängen und so weiter und so fort. Das ist natürlich jetzt, also allein für die Kartoffel würde ich es ja schon fast machen. Aber warum das nur 4 Leute sind, das ist eine gute Frage. Ja, für 25 € muss es ja da irgendwie was extrem Geiles geben. Ja, mal gucken. So, Aber ich hätte auch 25 gerne so eine Dollar. Kartoffel. Yeah, du kriegst einen Hut. Was? Der Hut. Ein Kartoffelsalathut. Wie auch immer das aussieht. Was? Ich habe keine Ahnung. Ist der Erlaubnis. erst Kartoffelsalat gemacht oder sieht der einfach nur so aus wie ein Kartoffelsalat? Oh, den kannst du essen. Und du kriegst ein Oder. Foto. Du kriegst ein Foto mit ihm, wenn er Kartoffelsalat macht. Oh mein Gott. Och. Und wieder ein Dankeschön. Aber das ist ja wieder scheiße, nur ein Dankeschön da.
Ja, komisch, dass das so viele Leute gemacht haben. Wie Also ich kriegst du hätte den gerne ja davor? lieber das für 20 Euro, ne? Da Ja, kriegst du eben, so eine das. schöne Kartoffel, das will man Also, doch haben. da kriegst du eine Kartoffel und Mayonnaise. Kannst du ja fast selbst deinen Kartoffelsalat machen. Genau, du kriegst noch sogar. Alter, nee. Kriegst die Das Zutaten, Rezept aber kriegst du ja auch dazu. Also, da ja. passt das. Du kriegst aber nicht alle. Ich meine, da fehlen doch, glaube ich, noch 100, 160 oder wie viel waren das, die da oben gesagt haben, da kann man ein Rezept, Material da reintun. Ja. Ja, das stimmt Da natürlich. Die musst fehlen du. die einige Sachen. Nee, Ich meine, nee, für das die. wird ja alles im Rezept geschrieben. Du musst sie nur hinterher kaufen. Dass du Ja, das danach pleite ist. bist, das will ich gar nicht abstreiten. Ja, aber ich meine, weißt du, wenn da jetzt drin steht von den Kartoffeln von Christian Bauer, genau, von Bauer Fricke, von Bauer Farmer, von Bauer dem und dem, wie willst du denn das alles hinkriegen? Ich meine, die sind doch sowieso alle in den USA. Bis dahin, Ja. wie Mike schon mal festgestellt hat, die Kartoffeln halten sich auch nicht so lange. Oh ja. Doch, Kartoffeln halten lange. Also länger, als man denkt. Also. Ja, klar, aber Ja, gut, trotzdem, aber. ich habe eine Idee. Ja? Man schickt dann einfach eine Kartoffel, die in der Erde ist. Weißt du, dann hat man so einen Blumentopf mit einer Kartoffel drin und wenn du da bist, blüht die auf. Oh yeah, und dann Da kommt dein kannst du ja. Name da so raus. Ja, das ist auch geil. Da kannst du jedes Jahr deine eigene Kartoffel ernten. Aber sowas von. Das Oh ist zu Mann. geil. Vielleicht ist das auch genetisch verändert, dadurch, dass du den Namen reingeritzt hast. Das kommt immer mit deinem Namen. Na gut. So, $35, was haben wir denn da? Ein Hommage-T-Shirt. Oh, Aha. ein T-Shirt. Ein T-Shirt, welches ein Kartoffelsalat auch wieder Thema hat. Designed and printed by Columbus. Was hat denn der jetzt damit zu suchen? Der hat Amerika entdeckt. Der Ja, sucht ich doch wollte nach gerade Kartoffeln. sagen. Hat Kommt die doch nicht irgendwie von Christoph da? Kolumbus, der hat den Salat, den Kartoffelsalat revolutioniert. Also, Warte, was auch ich, ist. ich bin jetzt geschichtlich nicht ganz so fit. Kolumbus hat doch die Kartoffel quasi mit auf Amerika genommen, oder? Ich weiß nicht, ob das was mit Geschichte zu Kommt tun das hat, aus aber irgendwie. Amerika? Weiß ich Ja, gar ja, nicht. ja, 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 Siehst ja, du? ja. Siehst du, deswegen Korn Kolumbus. Siehst du? Da haben wir schon wieder aufgeklärt. Aber das T-Shirt hätte Galileo ich gerne. Mystery muss nicht kommen. Ey, das ziehen dann aber nur Nerds an, das T-Shirt. So ein Kartoffelsalat-Shirt, Alter. Leute, ich will einen kleinen Disclaimer loswerden. Alles, was gesagt wird, muss weder Wahrheit oder noch irgendwelche Fiction enthalten. So, danke. Keine Haftung. Keine Haftung. Keine Haftung für irgendwas. Oh Armer. ja. Ah, ja, so, was gab's da noch dazu? Ah ja, du kriegst auch wieder so ein Stück davon, das du wieder probieren kannst. Oh, das ist Ja, ja. das ist ja wieder die Frage. Schmeckt es dann, wenn es noch bis nach Deutschland geschickt wird? Weiß nicht, kostet auf jeden Fall $20. Also du darfst die $35 bezahlen plus $20 dazu. Das ist natürlich Dann auch, hätte ich aber auch es kostet. gleich hier $50 nehmen können. Dann kriegst du nämlich ein Potatoes, also ein Kartoffelsalat der Welt Rezeptbuch, glaube ich. Welches nach Von einem. Ländern. Bitte? Du hältst ein Rezeptbuch von einem Kartoffelsalat? Nein, nein, ein Nee, da gibt's mehrere. Rezeptbuch von allen Kartoffelsalaten auf der Welt. Oh, geil. Oh, sorry. Na, also das inspiriert ist von jedem Land, sozusagen. Da gebe ich aber keine 50 Euro dafür aus, da gehe ich bei mir in die Bücher, Ja, in Moment, den Moment, Bücherregal. Moment, Moment. Du kriegst ja dazu noch einmal ein Stück zum Probieren vom Kartoffelsalat, was er gemacht hat. Ein Foto, ein Danke dir, was gepostet wurde auf der Webseite. Außerdem wird dein Name noch laut ausgesagt. Und, ach ja, das Rezeptbuch wird noch dein Name mit beinhalten. Das Oh, heißt, du das ist kriegst natürlich. dieses Rezeptbuch und da steht dein Name drin. Oh, geil. Geil. Also, wenn du mal einen ganz schlechten Tag hattest, du kannst diesen Kartoffelsalat-Rezeptbuch einfach aufmachen und deinen Namen drin lesen und du weißt, du hast was Gutes geleistet. Wo ist denn das was Gutes? Oh, Moritz. Oh, ich bin heute so sozial gewesen. Das ist echt großartig, was ich heute geleistet Ich habe jemandem geholfen, Kartoffelsalat zu machen. Ich bin so habe. stolz auf mich. Er wird mit seinen 64.000 Euro auch Dollar auch kein Kartoffelsalat mehr hinkriegen. Auf jeden Fall, der hat zu wenig Geld dafür. So, also, wir haben hier die Stretch Goals, ja. Das sind immer diese Ziele, die man so insgesamt erreichen will. Ne? Er wollte ursprünglich nur einen $10 haben, damit er einen so einen Salat machen kann. So, Das haben daraus echt hohe ist dann Preise hinterher dafür genommen. geworden. So, der hat den Salat scheinbar schon gemacht. Jetzt hat er 35 Euro gekriegt, das heißt, er wird viermal mehr so machen, viermal. Ah, okay. Für 75 Euro hat er sogar eine Pizza-Party geschmissen. Warte, was? Ja, das sind die Stretch Goals, das sind die Ziele, Ich. Die er sich gesetzt hat. Nein, Nee, wenn. ich war gerade am Satz da dabei.
Ich weiß, dass 40 Euro nicht 4 mal 10 Dollar sind. Ach so. Ja, das ist Wo, richtig. aber 40 Dollar sind doch nicht 4 mal, sind doch 4 mal 10 Dollar. Ja, ich glaube, er wollte eigentlich 35 schreiben, er hat sich verschrieben. Egal. So, Okay. 75 Euro, das heißt, er schmeißt sogar eine Pizza-Party für die 300, was weiß ich, wie viele Leute die kommen. Ich Oder so. weiß nicht, ob die 75 Euro reichen für die entsprechenden vielen Leute. Ich weiß es auch nicht. Ich. Andererseits, warte mal, wenn die kommen, das war ja, warte mal, ich glaube, das waren die für. Ah ja, für 10 Euro. Obwohl, Ja, du doch, da hätte wirst aber eine ja. Pizza drin sein können. Also, wenn die 10 Euro gemacht haben. Also, das ist auf jeden Fall ein Projekt von diesen beiden Typen hier. Haben die Aber noch sehr andere interessant. gemacht? Weil das ist ja sowas von Potato Salat. Nee, scheint ja eigentlich zu sein. Ja. Reicht. Das scheint ja ein einziges zu sein. Aber macht ja nichts. So. Aber auf jeden Fall hat er richtig Arsch mit seinem Kartoffelsalat verdient. Oh Stretch-Ziel ja. von 100 Dollar. Er will zwei verschiedene Kartoffelsalate-Rezepte probieren. Oho. Höhö. ja. Bessere Mayonnaise. Vom Natural Food Station. Okay. Also vorher hat's recht, da hatten sie wahrscheinlich so schlechte Mayonnaise, dass sie schlecht davon geworden ist. Ja, siehst du? Einen Chef anrufen, um ein besseres Rezept zu kriegen. Koch. Kochchef, ich weiß. Mich wundert jetzt aber erst, dass er bei 250 Dollar das erste Mal daran denkt, vielleicht könnten wir mal eine 1 Dollar teurere Mayonnaise kaufen. Aber stell dir mal vor, der hat vorher die Mayonnaise mit den Kartoffelsalat mit der schlechten Mayonnaise gemacht. Und das die wird ja dann immer noch schlechter, wenn du nach Deutsch, wenn die nach Deutschland fliegt, Alter. Da möchte ich den gar nicht erst probieren, wenn ich das gekauft hätte. Ja, stimmt, aber jetzt hat er ja bessere Mayonnaise, das heißt, die Mayonnaise in Deutschland ist nur wieder schlecht und nicht extrem schlecht. Ja, der Kartoffelsalat lebt dann mit der schlechten Mayonnaise. Die, Der hat das ja. Flugzeug gekapert, ne? Oder so. Kommt nicht durch den Zoll mit, weil da sind gefährliche Tiere drin. Ah, okay. 1000 Dollar. Oh. Er wird einen Livestream machen, wie er den Salat macht. Boah, den Livestream hätte ich mir gern reingegönnt, Alter. Auf jeden Fall. Vielleicht ist er ja irgendwo zu sehen. What the fuck? Oder vielleicht macht er Livestream. den ja noch. Weiß ich nicht. Hier steht Dezember 2014. Also irgendwann dann wird es wahrscheinlich soweit sein. Ist ja noch ein bisschen. So, 1200 Dollar. Er wird jemanden bezahlen, der ein Danke-Euch-Video von allen Bäckern macht. Macht das nicht selber. Ich wollte gerade sagen, das ist doch ganz easy. Easy peasy. Wenn er Ja. schon Livestream machen kann, dann kann er auch ein Video machen. Vielleicht will er irgendwen engagieren, der ihn dann noch nicht mehr in der Selfie-Kamera oder sowas macht. Oder ich weiß nicht, das sind doch zwei Typen, oder? Nein, Ja, vielleicht. beide wollen vielleicht auf dem Ding, die haben vielleicht keine Freunde mehr, weil sie halt so viel Geld eingenommen haben, dass Ein die alle Kartoffelsalat. weggeekelt haben. Ja? Ja, vielleicht will er auch sein Geld loswerden und stellt dafür einen ein, der richtig teuer ist. Weißt du, was ich an diesem Projekt sowieso eigentlich generell sehr witzig finde? Die kommen hier an, sagen ja, ich würde gern einen Kartoffelsalat machen. 10 Dollar. Ey, weißt du, das war bestimmt irgend so ein Jux gewesen. Weißt du, einfach nur so aus Spaß reingeballert, auch gucken, was passiert. Ich Und glaube, als die es waren dann da so besoffen. hochging, als es dann so hochging, ich will nicht wissen, was die in dem Moment gedacht haben. Haben sie, ob sie sich die ganze Zeit totgelacht haben, als sie das hier geschrieben haben oder was auch immer, ich weiß es auch nicht. Ich bin auch verwirrt. Aber ich Ich muss mal glaube, die ganz waren ehrlich da sagen, richtig ne? besoffen. Wenn er nur 10 Dollar, wenn er nur 10 Dollar erwartet hat, warum sind seine Preise bis zu 50 Dollar hoch? Das habe ich mich auch gefragt. Aber vielleicht hat er sich gedacht, was könnte man so anstellen? Und zwar von vornherein, vielleicht auch irgendwie, ach, keine Ahnung, vielleicht sind die auch später erst dazugekommen. Das? Na gut, wenn es dann so ist, ne, dann natürlich, dann geht das natürlich. Ja. Also ich Are glaube, really tearing through these stretch goals. Die stretch goals sind so schnell übergekommen, dass sie einfach nicht mehr realistisch genug guck dir mal das. Bei sind. 3000 lädt er alle ein aus dem Internet, Alter. Er hat eigentlich gedacht, dass er wahrscheinlich die nicht die 10 Dollar erreichen würde, sondern eher 20.
Das ist gleich mal um das, was weiß ich, wie vielfache gestiegen ist, war wohl auch für ihn neu. Schon vorher, der ist in Deutschland und muss dann aufs Finanzamt gehen und muss sagen, er muss sein Geld versteuern. Die fragen dann, ja, wo haben Sie denn so viel Geld her? Ja, ich habe im Internet Geld mit Kartoffelsalat gemacht. Ich hab einen Kartoffelsalat Ich gemacht. hab einen Kartoffelsalat gemacht. Oh Geil. Mann. Aber ich finde das hier cool. Ihr ist jetzt mittlerweile auch aufgefallen. Die Küche ist zu klein. Jetzt wird er da ab 3000 eine Partyhalle ja, mieten Mieten. und dort die ganzen Leute einladen. Das ganze Internet, das Das ganze ganze Internet. Internet will er einladen. Ach Ach du du Scheiße. So Scheiße. eine Veranstaltung bei Facebook, da kommen einfach mal so 3000 Leute oder so. Das nicht so irgendjemand schon mal gebracht? Ja, klar. The Internet loves Potato Salad. Geil. Lasst uns zeigen, dass das Kartoffelsalat das Internet mag. Oh Mann, das ist so. Oh, wie geil. Das ist so geil. Auch gut. Wann auch immer ist gestern. Mache ich auch immer. Aber das hier Ah, ist. ein neues Kartoffelsalatfoto. Unten, unten. Hier, da. Kartoffelsalat. Ich will es sehen. Oh. Ich glaube, das sieht man schon. Verdammt. Weiter oben, oder? Herz zum Potato-Salat in einem Restaurant Kolumbus. Hat er gleich fotografiert und dann da hier hochgestellt. Ach, verdammt. Okay, aber dann wird das Mysterium geklärt. Er Ist hat das das der nicht bei Livestream? Ist das Google der so. Livestream? Was ist denn hier? Nee, das ist, glaube ich, nicht der. Ich Ich glaube, glaube, das ist das eine Kickstart, Reportage, oder? das ist in den Medien bei denen in Amerika, Ja. glaube ich. Ja. Kickstarter 10.000? Nee. Da hat er ja noch 10 Dollar, ne? 35.000. Okay, jetzt ist die Frage, hören wir das? Dann wer gibt das Signal? Ich würde sagen, 3, ich. 2, 1. Ja, Viel Spaß. immer so. And he's joining us live right now. Good morning, Zach. Come on out, Zach. Wir sehen ja schon, das sind bestimmt so Studenten, so durchgeknallte Studenten, die dann irgendwie Steve Dings damals, Bill Gates und Steve Jobs, Stimmt. irgendwo in der Garage haben die dann Kartoffelsalat gemacht. Meine Frage ist jetzt so nebenbei mal, nach deiner Theorie. Was haben die denn erhofft? So von wegen, ja, ich mach mal Kartoffelsalat für meine Studienbande und die Studienbande gibt mir die ganze Zeit Geld dafür oder was? Wer weiß das Und schon? irgendwann habe ich dann meinen Freund ausgespannt und habe gesagt, nee, ich behalte die Idee für mich und mache alleine Kartoffelsalat. That have contributed so far. I think it includes Israel, something like 20 countries. Look at that, Belgium, Wow. Germany, Netherlands, Und Deutschland Luxembourg. was? Ja, Deutschland. Oh Mann. Ich stelle mir gerade vor, wie er das alles in diese Länder schicken will. Wie gesagt, der holt ja alles zu Wieso sich. hat er keinen Sitz, Mann? Der steht da nur. Steht wie Sack Kartoffeln. Ich finde sein Gesicht sehr entzückend. Ich glaube, der verkauft dann irgendwann mal Kartoffelsalat in die ganze Welt. Der macht Fabrik auf. Ja, auf jeden Fall. I want to do the most good that I can do with this. Kickstarter has a terms of service that prohibit Aber giving money Google's mit dem directly to Geld. charities. But I've asked people on Twitter, and I want to ask people here today, just how we can take this moment, this campaign, and this money and do the most good with it. Oh, great. Oh, thank Ja, you. ja. That's great. Ah, So ja. much better about that. I think the ultimate question is, will you ever make potato salad? Oh, absolutely. Okay, Yeah. so there will I be a think I salad. still need to do it, right? It would be crazy if I never made potato salad. Die Frage ist gut, wirst du überhaupt jemals Kartoffelsalat machen? We've had recipes pouring in. You know, I don't know how we're going to figure that out, but I think we'll have to do some sort of voting system, find some way to decide the best recipe for potato salad. Well, do you have to send some of this potato salad to those countries, to those people who try it? Yeah, so we've offered a bite to anybody who gave at least $3. We offer a bite. We're going to handle that. We're having a giant party in Columbus, Ohio. The entire internet is invited. Aber okay. So plant er das also. Der schickt das gar nicht weg. Geht's Die haben weiter das weiter? bestimmt irgendwie gecaptured und haben dann Ja, die Werbung wahrscheinlich irgendwie mitgebracht. so.
Oh Mann, oh Mann. Also recht bekannter Typ für einen Kartoffelsalat. Aber ich finde gut, dass er mit dem Geld wenigstens was Gutes tut. Ja. Anderen Kindern oder so. Ja, den Und gibt er das. alle Kartoffelsalat. Den haut er ein Kochbuch raus. So Kinder, jetzt seht So. ihr, wie man Kartoffelsalat macht. Das habt ihr für spätere Leben. Und einmal Kartoffelsalat für umsonst. Guck mal, Ja. hier habt ihr eine gravierte Kartoffel mit eurem Namen. Wolltet ihr das nicht schon immer mal Also, so? Wollt ihr vielleicht mal probieren, aber nicht das Ganze. Das muss ich noch aufheben. erinnert ihr euch an diesen Reiskorn mit dem eingravierten Namen? Den man dann so als in so einer komischen Tube hat, in so einer Flüssigkeit? Ja, das gibt's doch immer auf so Kirmes oder so, Ja, ne? genau. Und das hat man dann immer im Hals getragen. Stellt euch das mit einer Kartoffel vor. Oh, geil, Alter. So eine Mini-Kartoffel. So So eine vor die Keksung. Mini-Kartoffel in so einem extra Gefäß Oh, gefüllt. Junge. Kartoffelkette. Mit Kartoffelscheiben. Kartoffelkette. Kartoffelkette in meinem Kartoffelhut. Kartoffelhut zum selber essen. Geil. Wie nett. Oh Mann. Jetzt weiß ich glaube, dafür braucht ihr da die bessere Mayonnaise, damit sie besser klebt, damit der Hut hält. Ah, das macht Sinn. Ja, gut. Wisst ihr was? Jetzt komme ich mal zu der eigentlichen Frage. Würdet ihr dieses Projekt unterstützen? Sag's mal so, wenn ich genug Geld hätte, ja, aber nein. Genug Geld? Was heißt genug Geld? Ich meine, in Dollar kannst du doch mal einen Bär. Ja, okay, ein Dollar. Ja, okay, eigentlich, wenn es nur ein Dollar ist, aber nicht mehr oder vielleicht Also auch ja, zehn du kannst ja Dollar. einen Dollar machen, ne? Hier steht, dann kriegst du halt eben Ein ein Dankeschön Dankeschön gesagt. auf der Ja, Webseite gepostet. das ist mir egal, aber Und stell dir vor, ja. er wird deinen Namen rufen. Ja, und das Geld geht ja an die Kinder mit Kartoffelsalat. Ja. Aber stell dir Also. mal vor, das haben 100, nee, 1764 Leute gekauft, ne? Der ist doch von 0 bis 24 Uhr nur am Namen rufen. Der schreit aus dem Fenster, den Namen, Michael! Wie wenn er Tourette-Syndrom hätte oder so. Der muss irgendwie lustig aussehen. Ich bin mal gespannt auf den Stream. Oh, Scheiß. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich würde das nicht. Obwohl, das ist eigentlich mal so geil. Ich finde das immer zu geil. Ich habe gerade überlegt. Ich habe gerade überlegt, so von wegen. Eigentlich könnte man das dann auch einfach so einer Kinderorganisation spenden, ne? Aber ich meine, der macht das hier gerade auf sozialer Basis. Und wenn ich da was spende, kriege ich was zurück. Und trotzdem geht alles da rein. Ja. Obwohl einiges wird auch für die Feier da ausgegeben, ne? Ja, Ja, gut, ein aber. bisschen, aber das ist ja Die nicht haben so ja nur viel. eine Feier gemacht. Ja, guck mal, Mit die dem wollen hier ganzen eine Feier. Internet. Die machen hier eine Feier für 1000, 3000 Dollar. Ja? Nein, ja genau, fürs Und ganze Internet. davon, ja, fürs ganze Internet. Genau, fürs Ja. gesamte Internet. Für Guck mal. 3000 Dollar machen die eben diese Party. Ja. Das heißt, es Six. bleiben noch 44.479 übrig. Das ist eine freie Veranstaltung. Der macht einfach Kartoffelsalat im Wert von 3000 Euro und gibt es an die ganzen Leute, die aus dem Internet eingeladen wurden, aus. Aber guck mal, wenn das ganze Internet einlädt, da könntest du auch, wenn du nur einen Dollar gespendet hast, hingehen. Ja eben, Bloß du kannst lohnt. auch wenn du gar nichts gespendet hast, kannst du da hingehen. Ja, bloß lohnt sich das, von Deutschland nach Amerika zu fliegen, um eine Kartoffelsalatparty Du kannst auch zur Pizza-Party kommen. mitzufeiern. Ach du, es gibt schon verrückte Leute, die das tun. Und ich kann Aber ich mir weiß vorstellen, dass diese Party, die dann da so stattfindet, eine sehr interessante wird. nicht. Aber ich muss jetzt wirklich sagen, ne, ich weiß nicht, ob ich das machen würde, jetzt mal ganz realistisch gesehen. Ob ich da so einen tollen Kartoffelsalat mit inzwischen besserer Mayonnaise kosten will. Ein schönes Buch haben wollte vielleicht noch. Nee, aber Irgendwie. einen Dollar würde ich spenden. Schon, eigentlich. Na Ich gut, weiß auch wenn man nicht. weiß, dass es an schöne Kinder, dass es an Ja. schöne Kinder geht. Nur an schöne, an hässliche geht das nicht. Ein hässliche Kinder geht das nicht. Ein Dollar würde ich auf jeden Fall spenden. Genau, Wieder Kinder auf würde dem ich Geld Weg. verdienen, würde ich das auch machen. Dann schreit er auch deinen Namen aus dem Fenster. Das stelle ich mir auch so bildlich vor. Das will ich Morgen. auch per Livestream Moritz! sehen. Morgen 10 Uhr. Micha! Moin! Dennis! Moin! Dennis! Oh Wie so Mann. Tourette-Kranker, Alter. Der sagt nicht guten Morgen, der schreit nicht guten Morgen aus dem Fenster, sondern der schreit irgendeinen Namen aus dem Fenster. Guten Morgen, wie heißt der Typ nochmal, der das gemacht hat? Warte. Da. Zack. Guten Morgen, Zack. Mike! Also der ist ja rund um die Uhr am Namen vorlesen, ne? Oder Namen schreien, der hat ja keine Stimme Ja, mehr. das Dumme ist ja, er hat ja schon mit 1 Dollar angefangen. Wenn man das mal alles zusammenrechnet, sind das wie viele Bäcker?
5880. Er muss 5880 Namen laut aussprechen. Oh ja. Ich habe gesagt, der hat keine Stimme mehr. Die Frage ist doch vielmehr, wie lange soll denn das bitte dauern mit dem Kartoffelsalat? Schon eine Mordsarbeit, ne? Wenn er den Namen noch schreien muss, vielleicht macht das auch ein Beispiel. Ja, vielleicht beinhaltet das ja, vielleicht beinhaltet das ja auch die Kartoffeln zu kochen. Da hat er ja vielleicht genug Zeit. Ja, vielleicht rennt er beim Kartoffelsalat machen irgendwelche Namen. Oder beim Kartoffelschälen. Okay. Die Kartoffel ist für Mike, die Kartoffel ist für mich, die Kartoffel ist für Moritz, die Kartoffel ist für mich. Nee, nee, das geht nicht pro Kartoffel, das geht pro, schälen. Ja. Ne, einmal so, einmal entlang schälen für Mike, einmal so entlang schälen. Da haben jetzt mal 2000, die heißen da. 2000, die heißen da irgendwie, was ist es, Dennis oder so. Der schreit die ganze Zeit, der schreit 2000 Mal, Dennis, 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 Dennis. Ich stell mir das gerade, stellt euch mal so einen Typen vor, der so vorne seiner Spüle steht und gerade die Knöpfe steht. Dennis, Dennis, Dennis. Geil. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh ja, das ist ein geiles Kickstarter-Projekt. Aber weißt du, was er aber für Fehler gemacht hat? Er hätte nicht sagen müssen, dass man, dass er den nur ausruft oder sowas, sondern dass er vielleicht auf jedes abgeschälte Stück den Namen desjenigen steht, der dafür gespendet hat. Ich weiß nicht, ob das langsam etwas passieren wird. Und der das zusendet. Der macht einen 24-7, der macht einen 24-7 Livestream, wo er nur Namen schreit. Okay, das ganze Internet ist eingeladen, da bin ich ja mal gespannt. Das soll irgendwann im Dezember, glaube ich, passieren. Ich fahre hin. Sieht ja ganz so danach aus, ne? Estimated Time, Delivery, Dezember. Eine Sache würde mich jetzt noch höllisch interessieren. Wächst das Ding noch? Kriegt der gerade noch mehr Geld? Oder sagt man jetzt so, guck mal, der 20 Days to go. 20 Tage hat er noch. Ah, okay, gut. Also, da kann noch alles kommen. Oh ja, ist auch geil. Oh Mann. Mit einem Video, ne? Ich meine, das wird dann nochmal aufmerksam gemacht. Ja, definitiv. Gut. Ja, und damit wären wir schon am Ende des fünften Teils angelangt. Wir haben noch wesentlich mehr Teile zur Hand. Die werden alle nach und nach hochgeladen. Ich musste nur immer durchsichten und nach besseren Stellen suchen und so. Außerdem wird es öfter vorkommen, dass wir mit verschiedenen Leuten das durchführen werden. Und auch verschiedene Themen, manchmal halt mehrere Themen, manchmal ein Thema. Es kommt halt immer auf die Fülle an, was man dazu zu sagen hat. Oder auch nicht. So, das ist die eine Information, die ich euch geben wollte. Die andere Information, die ich euch geben wollte, ist nun die folgende. Ja, das, was ihr jetzt hier im Hintergrund seht, ist ein Teilkonzept des neuen Designs meiner Webseite. Ich habe da so einiges vor. Nur, es wird nicht mehr zum 100-Abo-Special kommen, sondern wahrscheinlich sehr viel später. Deswegen habe ich mir überlegt, mache ich zum eigentlichen 100-Abo-Special etwas anderes. Aber das werde ich dann noch in einem anderen Video ausführlicher formulieren. Und das wird auch mit Info gekennzeichnet sein. Und ich hoffe, das wird auf jeden Fall noch was. Weil ich habe momentan einfach kaum Zeit, irgendwie großartig was zu machen. Ich sage das zwar ständig, aber es ist leider so. Ja, man muss ja schließlich auch mal arbeiten zwischendurch und ich habe vielleicht immer so jeden Tag 1-2 Stunden, wo ich dann wirklich irgendwas machen könnte. Aber ihr wisst ja, ne? Hat ja nicht immer Bock dazu. Ja, jedenfalls, ich hoffe, dass das irgendwann mal was wird, weil ich brenne auch teilweise richtig darauf, das zu tun. Und ganz ehrlich, es muss irgendwann sein. Spätestens dann, wenn ich Urlaub habe, werde ich das auf jeden Fall mal stärker angehen. Und ja, ich werde damit jetzt einfach mal Stopp sagen, weil alle weiteren Informationen werden dann das nächste Video kommen. Und damit wird dann erstmal sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dir passt es. Und ich wünsche auch einen wunderschönen Tag und... Ach scheiße, Mann, jetzt habe ich die Reihenfolge verwechselt. Egal. Schluss, aus, Ende, Gelände. Ciao. Was? Wow, scheiße, das war knapp. Oh, fuck. Das war verdammt knapp. Meine 20.000 Liter Aquarium schneiden konnten. Natürlich habe ich auch das Diamantkollier meiner Frau mit dem 6 Karäter ohne Kraftaufwand zerteilen können. Die Messer machen einfach...